Heyo Leute und willkommen zu dieser sehr, sehr wichtigen Nachricht. Das Video ist kurz, das wird ungeschnitten sein und ich möchte euch davor warnen, weil ich darauf reingefallen bin und es ist einfach eine Warnung an alle da draußen, die meine Zuschauer sind oder vielleicht auch nicht. Bitte achtet darauf, dass ihr diesen Fehler nicht begeht. Und zwar hat mich gestern ein Kollege angeschrieben. Er ist auch von jemand anderen angeschrieben worden mit der Begrüßung Moin. Die ist auch bei allen anderen Leuten gleich. Also wenn ich dann hier zum Beispiel nach oben gucke, Moin, 1 zu 1 ist dasselbe. Das hier ist auch 1 zu 1 ist das. Dasselbe auch dann hier bei ihm. So Moin, grüßt du für mein Freundsteam voten und ähnliches. Also ich habe schon alle Leute, die es betroffen hat, angeschrieben. Und falls ihr diesen Link halt bekommt, bitte klickt nicht drauf. Ich habe drauf geklickt, weil es ein Kollege ist, weil er Deutsch mit mir geschrieben hat und auch bis auf diesen könntest du für mein Freundsteam voten. Ich meine, wir sind Gamer, wir haben alle die Legastheniker, was Deutsch angeht. Und er hat auch ganz normal mit mir geschrieben. Also ich habe geschrieben, ja moin, habe dann drauf geklickt. Er hat mir auch geschrieben, Team Majestic Gaming. Mache ich, okay, habe ich gemacht, also lol, really, ja, deshalb, da war ich mir zu 100% sicher, dass es er gewesen ist. Ich habe auch geschrieben, habe ich irgendwelche Kosten übersehen oder sowas, weil er halt really geschrieben hat, so, hat er auch noch geschrieben, wie sieht das Team-Logo aus. Dann habe ich mich nochmal eingeloggt, weil ich ein Trottel bin, habe das Team-Logo nochmal angeguckt und jetzt im Nachhinein macht das halt alles Sinn. Und das Teamlogo ist halt ein Fuchs, was auch immer. Ich habe das nachgegoogelt hinterher. Das Teamlogo ist eigentlich von Team Majestic Gaming, ist eigentlich so ein M, was aus solchen Dreiecken von oben nach unten halt dann so zusammengesetzt worden ist. Das Teamlogo. Ich habe auch die Seite, ich habe die Seite angeguckt. Ich habe nach allen Wasserzeichen und ähnliches, das ESL-Wasserzeichen und so ist alles. Zumindest nach dem, wo ich sagen würde, okay, darauf achte ich, hat alles gepasst. Aber ich bin trotzdem drauf eingefallen, weil ich habe Ja gedrückt und dann gewotet. Wie gesagt, ich habe dann geschrieben, er hat mich durcheinander gebracht. Warum? Der Typ kann sehr gut Deutsch. Ist definitiv auch zumindest jemand, der entweder hier in der Umgebung lebt oder gelebt hat. Er kann definitiv auch jeden Slang, so nach dem Motto, weil er hat halt auch so LOL, really und sowas hier. Und ja, wie gesagt, wenn ihr diesen Link seht hier, Kotowise oder wie auch immer, das Kotowise oder wie auch immer, nehmt's nicht an. Ich kann euch sagen, das ist jetzt das, was ich euch dann noch zeigen kann, um das rauszufinden, ob ihr betroffen gewesen seid. Also es muss jetzt nicht von mir ausgehen. Aber ihr könnt das nachvollziehen, weil mir jemand, der von mir sozusagen darauf eingefallen ist, der hat mich angeschrieben. Und für euch erstmal das Wichtigste sollte sein, ihr überprüft eure Freunde. Und dann guckt ihr, wer hier blockiert drin ist. Und ich habe keine Ahnung, wer Dr. Nippel ist. Und Rambo weiß ich, aber der hat auch garantiert, also ihr habt dann auf jeden Fall blockierte Benutzer. Die Benutzer, die garantiert blockiert sind, die sind drauf reingefallen, um Kommunikation zu euch zurück zu cutten. Die Leute, die nur, das seht ihr jetzt hier oben, nur ignoriert sind, das sind die Leute, die nicht drauf reingefallen sind, aber trotzdem ignoriert werden, damit ihr nicht irgendwie miteinander kommunizieren könnt. Und um das für euch klar zu machen, ihr geht auf Steam Support, also einfach mal nachvollziehen für euch alle. Ich mache das auch mal groß. Dann geht ihr auf Mein Account. Dann geht ihr auf Daten Ihres Steam-Accounts. Und dann habt ihr weiter hier unten stehen, wo haben wir es hier, kürzliche Logins auf externen Seiten und kürzliche Anmeldungen. Hier seht ihr, ist halt von Wargaming, weil da habe ich Steam-Drops angenommen. Und kürzliche Anmeldungen. Das ist natürlich dann das, wo ich sagen muss, so, ja.
Das bin ich. Also ihr seht halt dann genau hier die Sachen, wann ich mich eingeloggt habe. Ihr seht halt auch von wo. Ich habe auch gesagt, ich mache da kein Hehl drum, dass ich halt aus Zwickau, aus Sachsen komme. Weiß ja jeder eigentlich. Und hier in diesem Zeitraum bin ich eingeloggt gewesen. Vorher war der PC aus. Und hier an dem Tag, ihr seht das, Moskau, also Moskwa, keine Ahnung, was das ist, auf jeden Fall. Es tut mir leid für diesen Ausdruck, aus, wenn so ein dreckiger Russe hat halt versucht, uns hier zu hacken. Das ist aber kein direkter Hack im Normalfall, weil, also ihr seht auch dann vorher, ich bin nicht korrumpiert gewesen vorher, weil das ist alles hier, wenn ich das hier runterscroll, auch ich habe monatelang noch zurückgescrollt, das ist alles nur ich. Ich habe auch alles geändert, was dazu war. Ich habe auch meinen Login hier drauf nochmal kontrolliert und den Login jetzt auch nochmal alles nochmal dann überarbeitet, nochmal getrennt, alle Sachen nochmal sozusagen den Authentificator abgemeldet und ne, angemeldet, um halt sicher zu gehen. Ich habe alle Geräte abgemeldet. Und es ist für euch vielleicht nochmal wichtig. Und zwar könnt ihr irgendwo hier unten steht das dann, wenn ihr noch auf anderen Geräten hier angemeldet seid, könnt ihr auf allen Geräten euch abmelden. Kontrolliert das bitte nach. Vor allen Dingen, wenn ihr einen Link mit diesem Ding bekommen habt, von egal irgendwem, ist scheißegal. Ich bin drauf reingefallen. Deshalb, wie gesagt, ich hätte es auch nicht angenommen, wenn es kein Freund gewesen wäre, mit dem ich immer also viel zusammen gezockt hätte, und von daher passt da drauf auf. Ich werde das gleich hochladen und hoffe, dass ich noch die Leute, die ich jetzt nicht persönlich erreichen konnte, die aber von mir angeschrieben worden sind, es tut mir leid, das war ich nicht. Ich werde in Zukunft wesentlich besser aufpassen, was das angeht. Und wie gesagt, ich habe alle Daten geändert, auf meinem Rechner ist auch kein Trojaner, Wurm oder ähnliches. Und ja. Dann hoffe ich, ihr habt jetzt ein entspanntes Wochenende, schönes Hexenbrennen oder Maibaum schälen. Und ja, ich habe jetzt erstmal genug Stress gehabt für heute. Bis dann, Leute. Ciao, ciao und schön aufpassen, Leute. Tschüssi.